zum Thema Permutationen. Wir werden jetzt verschiedene Personen in gewissen Reihenfolgen aufstellen. Nehmen wir einmal an, am Anfang haben wir zwei Personen, zum Beispiel Marie Curie und Isaac Newton. Für diese zwei Personen gibt es entweder diese Reihenfolge, Newton-Curie, oder diese Reihenfolge, Curie-Newton. Eine andere Reihenfolge gibt es nicht bei zwei Personen. Also wenn zwei Personen vorhanden sind, dann gibt es auch nur zwei mögliche Reihenfolgen. Schauen wir, wenn drei Personen vorhanden sind, jetzt kommt Albert Einstein noch ins Spiel. So, jetzt haben wir drei Personen. Wenn Einstein ganz links steht, dann gibt es für die zwei anderen Personen zwei Möglichkeiten. Wenn aber Curie ganz links steht, dann gibt es für die zwei anderen Personen zwei Möglichkeiten. Und wenn Newton ganz links steht, dann gibt es für die zwei anderen Personen zwei Möglichkeiten. Wie oft haben wir also diese zwei Möglichkeiten? Ja, dreimal. Also haben wir hier dreimal zwei Möglichkeiten, das heißt insgesamt sechs Möglichkeiten. Bei drei Personen gibt es sechs Möglichkeiten, sie anzuordnen. Schauen wir bei einer vierten Person. Jetzt kommt Pierre de Fermat ins Spiel, französischer Mathematiker. Bei vier Personen, dieselbe Überlegung, wenn Fermat ganz links steht, dann gibt es für die drei anderen sechs Möglichkeiten. Wenn Curie ganz links steht, dann gibt es für die drei anderen wieder sechs Möglichkeiten. Wie oft haben wir denn bei vier Personen diese sechs Möglichkeiten? Ja, natürlich viermal. Also die Anzahl möglicher Reihenfolgen bei vier Personen, das ist viermal diese sechs Möglichkeiten, also insgesamt 24. Schauen wir jetzt genauer hin. Da steht viermal diese sechs. Die sechs kommen von da. Diese 6 ist also eigentlich 3 mal 2 und die 2 kommt von da. 4 mal 6 hier bedeutet also, es ist 4 mal 3 mal 2. Dann können wir auch noch mal 1 hinten dranhängen und die Zahl so schreiben. 4 mal 3 mal 2 mal 1. Das macht 24. Und dafür gibt es eine kürzere Schreibweise als dieses Produkt. Man schreibt die 4. Die erste Zahl da, mit einem Ausrufezeichen dahinter und nennt das die Fakultät von 4. Die Fakultät von 4 ist also 4 mal 3 mal 2 mal 1. Also können wir auch hier schreiben 3 mal 2 mal 1, das heißt, die Fakultät von 3 macht 6. Auch hier schreiben wir die Fakultät von 2, 2 mal 1 macht diese 2. Übrigens, bei einer einzigen Person, wie zum Beispiel hier Fermat, gibt es nur eine einzige mögliche Reihenfolge. Somit ist die Fakultät von 1, 1. Bei 5 Personen, jetzt kommt der Archimedes mit seiner Badewanne. Bei 5 Personen, wir haben es verstanden, gibt es 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 Möglichkeiten, das heißt Fakultät von 5, also 120. Wenn 10 Personen da sind, bei 10 Personen ist das die Fakultät von 10, also 10 mal 9 mal 8 mal 7 und so weiter bis mal 3 mal 2 mal 1. Schauen wir mal auf dem Taschenrechner, wie viel das macht. Weil im Taschenrechner ist das Symbol X Ausrufezeichen hier gelb versteckt. Also um die Fakultät von 10 zu berechnen, tippen wir zuerst 10 und rufen dann diese gelbe Funktion auf, also gelb Shift
Das denn? Fakultät von 10 ist? Es sind 3.628.800 Möglichkeiten. Also gibt es über 3,5 Millionen Möglichkeiten, 10 verschiedene Personen in eine gewisse Reihenfolge aufzustellen. Schauen wir hier nach. Fakultät von 10 sind effektiv 3.628.800. Okay. Eine Permutation. Das Thema. Eine Permutation von Elementen. Elemente können Personen sein, das können Gegenstände sein, das können Buchstaben sein. Eine Permutation von Elementen ist eine gewisse Anordnung dieser Elemente. Das n mit dem Ausrufezeichen, das ist die Zahl n mal die Zahl n minus 1 mal n minus 2 und immer so weiter bis mal 3 mal 2 mal 1. In dieser Schreibweise ist n eine natürliche Zahl und n mit dem Ausrufezeichen dahinter, was so ausgerechnet wird, heißt die Fakultät von n. Und in der Definition kommt noch eine zusätzliche Fakultät. Die Fakultät von 0 wird als 1 definiert. Gut. Jetzt schauen wir mal bei Buchstaben. Schauen wir diese 6 Buchstaben. Es sind lauter verschiedene Buchstaben. Wie viele möglichen Wörter mit oder ohne Sinn kann man mit diesen 6 Buchstaben bilden? Der Fakultät von 6, das heißt 720. Wie sieht es jetzt mit den Buchstaben Eupen aus? Da ist es etwas anders, weil es nicht alles verschiedene Buchstaben sind, denn das E, das kommt zweimal vor. Wären das zwei verschiedene Buchstaben, wie zum Beispiel E1 und E2, und wir würden diese dann vertauschen, dann wären das zwei Möglichkeiten. Da diese Buchstaben aber gleich sind, wenn wir die vertauschen, ist das nur eine Möglichkeit. Also müssen wir die Anzahl Möglichkeiten Fakultät von 5 durch Fakultät von 2 teilen. Okay, setzen wir das mal kurz beiseite und rechnen das eben aus. Hier ist es die Fakultät von 5, wenn sie alles verschieden wären, geteilt durch die Fakultät von 2, weil ein Buchstabe zweimal vorkommt. Wie sieht es jetzt mit den Buchstaben von Neumorrisnet aus? Das N, das kommt zweimal vor. Wären das zwei verschiedene Buchstaben wie N1 und N2 und man vertauscht die, dann ergibt das effektiv zwei Möglichkeiten. Aber wenn wir diese Buchstaben N und N vertauschen, dann ist das dieselbe Möglichkeit. Und somit, jedes Mal, wenn N1 und N2 vorkommen, egal wo sie vorkommen, das ergibt dann durch Vertauschen immer zwei Möglichkeiten. Weil sie aber hier gleich sind, wenn wir dann vertauschen, ist das nur eine Möglichkeit. Also muss hier genau wie in Eupen durch die Fakultät von 2 geteilt werden. Aber im Wort Neumorrisnet oder in den zwei Wörtern Neumorrisnet kommt das E dreimal vor. Wären das jetzt drei verschiedene Buchstaben wie E1, E2, E3, dann gäbe es für diese Buchstaben insgesamt Fakultät von 3, das heißt 6 Möglichkeiten. Würden wir also hier vertauschen, zum Beispiel so oder zum Beispiel noch so, insgesamt gibt es 6 Möglichkeiten. Also, egal wo diese drei Buchstaben E stehen, wären sie verschieden, gäbe das immer ein 6er-Päckchen. Aber da die ja immer gleich sind und wenn wir sie vertauschen, dass dann nur eine Möglichkeit ist, bedeutet das, dass all diese 6er-Päckchen immer nur auf eine einzige Möglichkeit schrumpfen. Das heißt, die Anzahl Fakultät von 11 muss zuerst mal durch Fakultät von 2 geteilt werden, weil das n
zweimal vorkommen. Und dann muss das noch durch Fakultät von 3 geteilt werden, weil das E dreimal vorkommt. Also Anzahl Möglichkeiten, diese Buchstaben anzuordnen, das ist Fakultät von 11, weil 11 Buchstaben vorhanden sind, geteilt durch Fakultät von 2, weil N zweimal vorkommt, und dann auch nochmal geteilt durch Fakultät von 3, weil das E dreimal vorkommt. Die anderen Buchstaben wiederholen sich nicht.